Hallo und willkommen zurück zu Space Engineers. Meine Güte, ich schaue mich von vorne an. Yeah! Gut, zurück in die First-Person-Sicht. Wie man sieht, habe ich hier ein bisschen rumgebohrt noch nach der letzten Episode und bin nicht allzu weit gekommen. Ich weiß ja nicht, wie es jetzt hier aussieht. In diesen Drills schauen wir mal rein. Hallo? Ja, wir haben ein bisschen was aufgenommen. Wie man sieht, ist jetzt nicht allzu viel, kann man anbieten. Und die Sache ist die, wir kommen wirklich scheiße langsam voran, wenn wir dieses Ding benutzen. Und ich weiß nicht genau, was wir stattdessen benutzen sollen. So ein Mist. Mist, jetzt habe ich mir... jetzt habe ich mir die Hand ans Glas geschlagen. So muss das sein. Pass auf, wir machen jetzt hier mal ein bisschen weiter. Ich brauche Steel Plates. Steel Plates, was? Wie kann das denn sein? Und ich bin ins Loch gefallen. Oh. Gut, dann holen wir uns mal ein paar Steel Plates, denn ich habe mir jetzt vorgenommen, hier ein paar Wände zu ziehen in der Basis, bevor es anderweitig weitergeht, ne? Das nehme ich mal mit, vielen Dank auch. Und dann nehme ich mir hier noch ein bisschen was raus. Ich nehme mir echt eine ganze Menge raus, Mann. Genau, 1100 ist schon toll. Und die Geisha, sie singt wieder. Man erinnert sich an das Gespräch mit der Geisha im Park. Mann, das waren noch Zeiten. So, hier, ja. Hey. Oh, komm schon. Und dann hier so runter. Ich weiß ja nicht. Was könnte man hier noch so machen? Geh mal weg, Gestein. Dich braucht niemand. Ganz ehrlich. So, so und so. Fürs Erste sollte das genügen und dann, wenn das jetzt fertig ist, schauen wir mal oben, ob wir da noch ein paar Unterteilungen vornehmen können. Raumtechnisch quasi. So, das läuft ja bestens, das läuft ja alles bestens. Ich bin sowas von überzeugt, ne? Das ist einfach nur toll und ich freue mich hier zu sein und jetzt... In dieser Folge mache ich das erste Mal mein Licht an. Mein Helmlicht. Kann man es glauben? Ich denke nicht. Es ist schon ein bisschen krass. Und ich stehe immer noch voll auf diese mal 2 Geschwindigkeit. Die doppelte Geschwindigkeit ist toll. Ich möchte sie nicht mehr eintauschen, ganz ehrlich. Dann hier noch und dann... Schauen wir hier hinten nochmal, ob wir da nicht auch noch ein paar Blöcke setzen können. Komm schon, so, so, so. Das passt, das passt. Das bleibt frei, nee. Das bauen wir auch zu. Ich weiß gar nicht genau, was das wird, aber das wird irgendwas. Stell dich darauf ein, dass es irgendwas wird. Irgendwas wird das schon. Okay. Dann auf geht's. Spannendes Welden in der Basis. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es vermutet? Und wer hat vor allen Dingen Spaß daran? Niemand. Verdammt nochmal. Ich habe mir gerade mal in der Zwischenzeit zwischen den beiden Folgen kurz mal auf YouTube einen Überblick verschafft und nach Mining Chips gesucht und ich habe was gefunden, aber das ist ja nun wirklich mal zu pompös. Was es dort so gibt, das kriege ich niemals hin. Ganz ehrlich. Nee, da muss irgendwas Simples für mich her, irgendwas Einfaches. Ein Warhead zum Beispiel mal wieder, aber ich möchte nicht alle Ressourcen verschleudern, die hier zu holen sind. Das möchte ich nicht schon wieder tun. Und da kommt diese bedrohliche Musik. Darth Vader kommt nach Hause. Ich habe ihn nicht eingeladen und ich habe mich auch gar nicht vorbereitet vor allen Dingen. Und wie zur Hölle komme ich jetzt hier raus? Habe ich mich gerade erfolgreich eingebaut? Die Antwort ist fast. Fast. Ich glaube, ich komme ja an der Seite noch durch. Gott sei Dank. Gut. Testen wir es mal aus. Und dann müssen wir hier einfach mal weiter. Wir müssen alles wegbohren, bis nichts mehr übrig ist, hallo? Die Treppe ist gar nicht fertig. Wusch auf dem Bau. Mist.
Gibt es nicht irgendwas Alternatives, um ganz schnell ganz viel abzubauen hier? Nicht schon wieder dieses Lied. Gleich mal weggemacht. So, und jetzt können wir hier runterlaufen, ohne dauernd runter zu fallen. Das ist nämlich geil und so muss das sein. Warte mal, wir ersetzen diesen Block noch kurz mit einem anderen. Denn so gefällt mir das nicht. Weg mit dir. Fünf. Hä? 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 Komm schon. Geh. Geh. Gut. Denn so haben wir auch ein bisschen Abwechslung drin, ne? Sieht auch toll aus, so. Ausgezeichnet. Einwandfrei. Juhu. Supi. Toll und klasse. Was erzähle ich denn heute? Wie sieht's aus? 33% Medical Room. Du bist so süß. Du hilfst mir immer. Ich wünschte, alle wären so wie du. Gottes Willen, ich könnte mich wirklich stundenlang an dich schmiegen. Gut, reicht. Reicht für heute, ist in Ordnung. Und dort liegt doch etwas zum Aufsammeln. Hätte man's gedacht. Ein bisschen Eisen. Gut, die Gänge hier sind ein bisschen komisch, ein bisschen verwinkelt. Wir müssen hier irgendwie vordringen und alles einsammeln. Denn, guck doch mal. Guck doch mal, Kobalt, Silber, Nickel. Alles gibt es hier zu holen und ich hab nichts, um es effektiv und schnell einzusammeln. Das ist Kacke. Das ist Kacke. So, wie sieht's aus? Refinery, nimm das. Okay, gut. Ist keine Aufgabe gewesen. Die Refinery macht das im Nu. Jetzt warte mal. Räume, habe ich gesagt. Ich will Räume schaffen. Räume, Räume, Räume. Wie wäre es, wenn ich hier eine Wand ziehe? Direkt hier? 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 Würde das Sinn machen? Ich weiß nicht genau. Nee, nicht wirklich. Lass uns hier eine Wand ziehen. Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Wieso nicht? Wieso nicht? Ich habe keine Ahnung warum, aber wieso nicht? Das macht schon irgendwie Sinn. Die Einteilung muss vorgenommen werden und dann müssen wir mal schauen, dass wir hier noch irgendwas machen. Das Ganze muss ein bisschen eingeschränkt werden. In der Tat, das muss es. Oder auch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich eiere hier herum. Schaff quasi gar nichts. Das ist mein Ding. Das ist mein Ding. Sollte man kennen, so langsam. Mining Carriage. 10.000 Meter, ich weiß nicht. Wenn es näher kommt, hole ich es mir. Auf der anderen Seite wahrscheinlich eher nicht, weil, die haben ja auch Knarren dran und die knallen mich ab, ne? Die knallen mich sowas von ab. Es ist nicht mehr so einfach, so ein Schiff mitzunehmen. Scheiße, ey. Okay, das wäre das. Nee, halt. Hier fehlt noch was. Und ich wollte schon immer mal so ein Spotlight bauen, hä? Da hätte ich jetzt langsam mal Bock drauf. Spotlights. Okay. Das ist das. Ist doch toll, ne? Ist doch wunderschön. Was will man mehr? Gar nichts, genau. Warte. Schwarz. Schwarz. So muss das sein. Genau so. Ja, was das hier wird, ich weiß es gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das dauern wird, bis der Hangar fertig ist. Und ich weiß auch wiederum nicht, ob ich hier noch einen Durchgang bauen sollte oder ob ich es dabei belasse. Eventuell belasse ich es dabei und dann geht's einfach hier runter. Ja, das wäre wohl angebracht. Dann lass uns mal ein bisschen bohren. Gott, dauert das lange. Dauert das lange, Freunde. Ich denke, trotz allem, ne, ich wollte ja eigentlich nicht weiter bohren, denn das dauert halt zu lang, werde ich es jetzt trotzdem angehen, denn irgendwie muss es ja vonstatten gehen. Gottes Willen, ey, wenn ich diese Folge wieder verschwende damit, so ein Loch zu bohren, dann ist Polen offen, ganz ehrlich. An und los, es geht in das Loch rein, wir müssen tiefer vordringen. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Gott, es ist so dunkel hier. Warte mal, Licht? Habe ich gar nicht. Ich müsste mal Lichter anbringen. Warte kurz. Ein bisschen nach unten schauen.
Wo könnten wir hier Lichter anbringen? Schwebe ich noch? Ja, okay. 9. Not available for small ships. Na sag an. Sag doch mal an. Das ist ja wirklich, das ist ja die Wucht. Wieso denn? Warte mal, das ist kein Small Ship. Das ist doch ein Small Ship. Ich fass es nicht. Warte mal, wir haben noch andere Sachen, die Licht erzeugen können, oder? So ein Spotlight. Ganz genau, da kommt der Krankenwagen. So, einmal hier. Ja. Da. Und da. Dürfte reichen. Ich brauche Interior Plates. Interior und Construction. Okay, Moment. Interior Plates und Construction Components. Nichts leichter als das. Na gut, so viel haben wir davon auch nicht mehr. Reicht aber aus. Reicht locker aus für diese 3 Spotlights, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Meine Güte, dann sehen wir auch ein bisschen mehr. Yay! Spotlight on! Ich bin der Star hier, nicht du. Schiff oder Schacht. Okay, perfekt. Kann ich das jetzt anmachen? Kann ich die anmachen? Hallo, Spotlights! Wo sind die Spotlights? 1 bis 3. Oh, Toggle-Block, was? Sind die jetzt an oder nicht? Warte mal. On, on, on. Aber ich sehe sie nicht. Hey, die sind... Ach so. Natürlich. Jetzt sind sie an. Mensch, ich bin doch blöde. Gut, lass uns eine Runde bohren. Lass uns eine Runde bohren. Richtig tief rein ins Gestein. Da oben sieht man schon den Block. Bestens. Höher will ich gar nicht kommen. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Weg mit diesem Stein. Weg mit diesem Stein. Oh Gottes Willen. Hoffentlich geht das Schiff nicht kaputt. Und ich weiß auch gar nicht, wie weit ich runterbohren möchte. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Weißt du was? Ich denke ja schon fast, dass wir uns einen freischwebenden Hangar bauen sollten. Keinen, der im Asteroiden ist. Das führt nirgendwo hin. Das bringt's nicht. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin ein bisschen schräg. Ein bisschen schräg. Gerade bitte. Gerade so. Gut, 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 gut. So, pass auf. Wir parken mal hier und dann überlege ich mir kurz ein Design. Wir könnten das quasi so machen, dass wir das hier benutzen. Wir benutzen das mal. Warte kurz. Wir machen das folgendermaßen. Wir bauen das jetzt ein bisschen runter. Nicht mit 5, mit 4 bitte. Das ist jetzt die Sache. Wie macht man das? Einfach gerade runter oder was? Wie machen wir das? Ich probiere einfach mal ein bisschen was aus. Nur Geduld, das könnte was werden. Bin mir nicht sicher. Einfach gerade runter. Und zwar bis. Ungefähr 3 Blöcke. 3 Blöcke noch. So. Das könnte was werden. Oh Gott. Dann haben wir quasi so einen vorstehenden Hangar, der aber nicht zu vorstehend ist. Also er sticht nicht so hervor, er ist ein bisschen zurückhaltend. Das ist cool. Das schätze ich an einem Hangar. So, hier, guck mal. So, 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 so. So, so und... So, und dann könnten wir theoretisch... Weißt du, was ich mir gerade denke? Weißt du, was ich mir gerade denke? Meine Güte. Wir könnten hier so einen riesen Fahrstuhl einbauen. Genau hier. Ob das funktioniert? Ich weiß es nicht. Gute Frage. Auf der anderen Seite müssten wir dann hier noch ein bisschen,
was dran bauen und dann sind wir voll in der Schussbahn der Meteoriten und das wäre kacke. Das wäre in der Tat kacke. So, warte mal. Warte mal. Das ist noch nicht ganz so durchdacht. Noch nicht ganz, denn hier unten müssen sie ja reinfliegen, die Schiffe. Dann kommt das weg, das kommt weg. Und das und das. Reicht das? Ist das breit genug? Nein. Es muss noch eins breiter sein. Ungefähr so. Okay. Der Durchgang ist gewährleistet. Warte mal, dann geht das hier quasi noch ein bisschen runter. So. Und so. Und das ist quasi jetzt mein Eingangsbereich. Möchte ich meinen. Ich bin mir nicht sicher. Das könnte reichen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Meine Güte, ist das aufregend. So. Und dann, oh Gottes Willen, oh Gott. Ich starte hier irgendwas und weiß gar nicht, was das werden soll. Ist, glaube ich, noch zu, hallo? Das wollte ich so nicht. Ist zu flach, zu nicht tief genug. Mach mal weg. Wir müssen noch eine Etage tiefer oder sogar zwei. Am besten drei und dann wird das hier zugemacht. Könnte was werden, bin mir nicht sicher. So, das ist quasi unser Eingangsbereich. Schau mal. Den ziehen wir noch ein bisschen raus. Und zwar ab hier. So. Wie machen wir das am besten? Warte mal, erstmal werden diese Blöcke gesetzt, damit ich auch ungefähr weiß, Ja, gut. Ab hier dann nicht mehr so. Ist das kompliziert, meine Güte. Drehen. So, genau, hier wird's dann ein bisschen breiter. Das könnte was werden, Freunde. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das könnte was werden. Meine Fresse. Jetzt muss ich mir nur noch so ein Welding-Modul bauen, damit das hier alles ein bisschen schneller geht. Aber, ganz ehrlich, das kann ich auch alles schnell mal per Hand machen. So viel ist das noch nicht. Das Grundgerüst steht noch lange nicht. So, das kommt dahin. Und dann hier die 7. So. Warte mal, ist das jetzt so clever? Sollte das so sein? Ja, ich denke schon. Okay. Man erkennt, worauf das hinauslaufen kann und wird. Ob es so schön ist? Nun, das ist die berechtigte Frage an dieser Stelle. Ich denke nicht, ha? Ich denke nicht. Ziehen wir das Ganze noch ein bisschen raus. Noch ein bisschen nach draußen, bitte. So. Könnte funktionieren. Bin ich mir nicht sicher. Immer noch nicht. Nach wie vor. Nein. Okay, pass auf, wir belassen es erstmal dabei und ich werde jetzt hier einen Cut machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann schauen wir mal, wie das Ganze hier noch ausarten kann. Ich bin gespannt. Ich bin äußerst gespannt und ich hoffe, du bist es auch. Gut, also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!